Gute grüßt euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Kratwerk. Heute fahren wir leider nicht raus, denn es wird ein reines Labervideo, denn es geht um das Top-Thema, das aktuell jeden Motorradfahrer in Deutschland betrifft. Wir schauen uns die Forderungen des Bundesrats mal an, beleuchten, was es zu bedeuten hat und was da noch so alles auf uns zukommen kann. Na und? Wiederhören! Ich will keine von den modernen Karren. Das mag im ersten Moment richtig klingen. Doch schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze mit diesen Umweltplaketten und den Schadstoffwerten gehandhabt wurde. Denn dort gibt es ja auch diesen Bestandsschutz. Jedoch wurden immer mehr Städte und Strecken für eben diese Fahrzeuge gesperrt, wodurch du dein legal zugelassenes Auto eben nicht mehr überall nutzen kannst. Ich denke, die können dir jetzt schon die Karre stilllegen, wenn die zu laut ist. Richtig, Harry. Die Möglichkeit, ein Fahrzeug, das übermäßig laut ist, bei einer Kontrolle sicherzustellen, das hatten die Beamten schon die ganze Zeit. Und die Strafen für unnötigen Lärm sind auch vor kurzem erst erhöht worden. Nämlich im selben Zuge, als die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen erhöht wurden. Und somit ist dieser Punkt des Bundesrats hinfällig. Zu dem Thema Frontkennzeichen kann ich eigentlich bis auf den optischen Aspekt nichts Negatives sagen. Denn solange man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, passiert einem auch nichts. Allerdings der Punkt, jeden Motorradfahrer dazu zu verpflichten, ein Fahrtenbuch zu führen, beziehungsweise dass der Halter automatisch haftbar wird, obwohl der Fahrer bzw. der Täter nicht ermittelt werden kann, ist eine Pauschalisierung und Bestrafung von Leuten, die noch gar nichts falsch gemacht haben. Und somit in meinen Augen zumindest rechtswidrig. Dieses Thema müssen wir ein bisschen differenzieren. Zum einen haben wir da diese elektronisch gesteuerten Auspuffanlagen, die mittlerweile bei vielen modernen Bikes auch schon serienmäßig verbaut sind. Diese öffnen und schließen die Klappen automatisch in verschiedenen Leistungsbereichen. Dadurch soll einerseits eine bessere Leistungsentfaltung erzeugt werden, auf der anderen Seite natürlich auch dafür gesorgt werden, dass sie im Prüfbereich leise genug sind, damit die Motorräder ihre Zulassung bekommen. Ja, warte mal. Wenn die Dinger doch nur aufmachen, wenn ich Vollgas gebe, dann können die doch eigentlich gar nicht zu laut sein, wenn ich im Ort mich an die Geschwindigkeit halte, oder nicht? Richtig. Hier entsteht die Lärmbelästigung nicht durch die Anlage an sich, sondern nur durch mein unvernünftiges Fahrverhalten. Aber kommen wir mal zu den mechanisch gesteuerten Anlagen. Hier kann der Fahrer selbstständig bewusst die Klappen öffnen oder schließen. Ajo, aber dass man nicht mit der offenen Tüte durch die Stadt knallen darf, ey, das weiß doch wohl jeder mittlerweile, oder? Nun, das sollte zumindest jeder wissen, denn die Hersteller weisen explizit darauf hin, dass ihre Anlagen nur bei geschlossenen Klappen für den Straßenverkehr zugelassen sind. Das heißt, es gibt auch keinen Grund, diese Anlagen zu verbieten, denn die Lärmbelästigung nicht von der Anlage selbst, sondern von dem Verhalten des Nutzers ausgeht. Und dass eben dieses Verhalten bereits schon geahndet wird, das haben wir ja auch schon mal erwähnt. Kommen wir nun zu dem wohl bekanntesten Punkt, einem Motorradfahrverbot an Sonn- und Feiertagen. Diese Drecks mit ihrer dreckige Arsch. Beruhig dich mal. Können mich alle mal. Sagen wir jetzt was dazu. Also, ein pauschales Fahrverbot für alle Motorräder auf allen Straßen in ganz Deutschland halte ich für äußerst unwahrscheinlich und definitiv auch nicht durchsetzbar. Allerdings die Ausweitung vereinzelter Streckensperrungen, die es ja auch schon gibt, halte ich für am wahrscheinlichsten und sehe ich auch als gefährlichsten Punkt bei der ganzen Geschichte. Nehmen wir mal hier den Odenwald als Beispiel. Wenn ich hier vom Kraftwerk aus einen Biker-Treffpunkt im Odenwald anfahren möchte, der sowieso wie die meisten dieser Spots außerhalb einer Ortschaft liegt, dann bin ich gezwungen, durch mehrere Ortschaften durchzufahren. Und da kommt meine Frage auf, die ich auch gerne mal Anwohnern dieser Strecken, zu denen ich übrigens auch gehöre, auch mal stellen möchte. Liegt die Schuld bei mir als Fahrer,
dass ich gezwungen bin, durch euren Ort zu fahren? Oder liegt die Schuld eher bei mangelnden Umgehungsstraßen? Denn wenn ich die Wahl hätte, alle paar Kilometer mit 30 durch irgendeinen Ort zu rollen oder flüssig meine Strecke durchzufahren, ich denke, da würde sich jeder für Letzteres entscheiden. Das war jetzt schon ganz schön interessant. Eigentlich bräuchten wir doch gar nichts Neues mehr verbieten, oder? Wir müssten nur mal wieder mehr an den gesunden Menschenverstand von der Leute appellieren. Oder nicht? Ja, mein Lieber, da hast du recht. Wir sollten alle gemeinsam an einem Strang ziehen und dafür kämpfen, dass uns unsere individuelle Freiheit nicht genommen wird. Ah jo, und wie wollen wir das machen? Gut, dass du das fragst. Am 4.7. finden Motorraddemos statt. Dort fahren Biker aus allen Regionen zu ihren jeweiligen Landeshauptstädten und versammeln sich dort für eine Kundgebung. Mensch, das klingt ja klasse. Wann, wo geht das los? Und brauchst du unbedingt irgendwie ein Motorrad oder kann da auch jeder mitmachen? Unten in der Videobeschreibung ist der Link zur Facebook-Gruppe Bikers for Freedom. Die veranstalten das Ganze und dort findest du sämtliche Informationen zu Treffpunkten und Uhrzeiten. Und jeder ist willkommen. Auch wer sich ohne Motorrad solidarisieren möchte, ist herzlich dazu eingeladen, zu den Kundgebungen in seiner jeweiligen Landeshauptstadt zu kommen. Ich hoffe, wir sehen uns alle zahlreich dann am 4.7. vor Ort und erheben gemeinsam unsere Stimme, um denen zu zeigen, dass wir nicht alles mit uns machen lassen. Ansonsten bis dahin, macht's gut. Let the rainbow come find me.